Nun ist das so, heute Abend, unser Programm zerfällt in drei Teile. Nämlich in den ersten Teil, den zweiten Teil und in den, ihr kennt das schon, dritten Teil. Genau. Nee, man könnte auch sagen, die Teile A, B und C. Teil A, da befinden wir uns gerade drin. Teil B, weil nach dem nächsten Stück machen wir eine kleine Pause. Und nachher C werden wir wieder zurückkommen. Ein neues Instrument, sie spielt auch Trompete. Yeah.
sea are we rising, infinity rising in the bay. Saying whether your whiskey rock like this is Jahr 1700 herum, lebte in Irland als Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach ein irischer Harfenist, der blind war. Und dieser blinde irische Harfenist, Turlough O'Carolan, hat weit über 800 Melodien hinterlassen. Viele Lieder, viele Stücke, die er komponiert hatte, waren Dankeschön für seine Gönner, die ihm geholfen haben, die ihn bezahlt haben. Und diese Stücke, Auftragskompositionen zum Teil, die nennt man Planxtys. Und dieses nächste Stück heißt Planxty Irvin für einen Fürsten namens Irvin. Thank you.
And I'm never going back there. And I couldn't.